Eine kleine Kuriosität in diesem Video, die Kinder Krokau habt ihr vermutlich noch nie von gehört. Die hier sind aus Indien und wir schauen uns diese Dinger mal zusammen an. Ja, eine witzige Kuriosität, danke an Global Food News, der mir das Ding hier zugeschickt hat, ist aus Indien, 9,2 Gramm in dieser kleinen Portion. Viel Milch ist drin, da dürfen sie es scheinbar noch draufschreiben. Wobei, vielleicht dürfen wir es, ich glaube nicht, dass man es hier noch draufschreibt. Ich meine, wie viel Milch ist hier drin? 9,2 Gramm, hier ist ja gerade mal ein Zehntel Teelöffel vielleicht drin oder so. Ihr seht ihr das auch, es kommt aus Indien. Was ist hier so drin? Natürlich Zucker, Magermilch und so weiter. Palmöl, eine Waffel ist drin. Gucken wir jetzt einfach mal rein. Und dieses kleine Mini-Video haben wir jetzt hier mit einer Mini-Süßigkeit. Da ist er. Ich habe ihn noch nie probiert. Schön sieht er aus, oder? Guckt ihn euch mal an. Ich habe hier mein Foodie-Brett. Sieht gut aus, oder? Es ist auch so eine Waffel drumherum. Und innen drin dann vermutlich so eine. Na komm schon. Blödes Kackding hier. Und außen dann. Ja, die Waffel und innen drin so eine Cremefüllung. Jetzt gucken wir da mal rein. Ja, Cremefüllung. Schöne dicke Waffel außen. Tatsächlich riecht diese Creme innen drin wie Kinderschokolade, muss ich sagen. Und aber statt dass man hier normale Schokolade hat, hat man außen eben so eine Kakaowaffel. Wunderbar knusprig. Und oh, geil. Boah, die Creme innen drin. Richtig lecker. Dadurch, dass man hier außen keine Schokolade hat, sondern die Waffel, die geschmacklich ein bisschen milder ist als Schokolade, hat man hier die Creme im Fokus und die ist richtig lecker. Mhm. Schmeckt mir richtig gut. Ja. Und da ist das Ding schon weg. Hm. Ja, was soll ich jetzt noch dazu sagen? Wir können nur hoffen, dass die Dinger mal nach Deutschland kommen, wobei die gibt es schon länger in Indien. Wahrscheinlich experimentieren sie auch irgendwo rum. Ich wüsste nicht, warum der deutsche Kunde das nicht kaufen soll. Boah, Alter. Und das so groß wie so ein KitKat Chunky. Holy shit. Liebes Team von Ferrero, bitte bringt den Kinder Krokau als dicken, fetten Riegel wie ein KitKat Chunky raus. Das wäre absolut episch. Geile, geschmackliche Explosion. Und eine wahre Kalorienbombe, die sich aber lohnt zu holen, denn wie gesagt, geschmacklich ist das hier der absolute Oberknaller. Schmeckt mir wirklich richtig, richtig gut. Richtig schön knusprig, richtig schöne Creme. Absolut toll. Und ich hoffe es für euch und auch für mich, denn ich habe hiervon nur noch einen, dass sie mal nach Deutschland kommen. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Danke, dass ihr euch dieses kleine Video angeschaut habt. Ich weiß, ihr mögt größere, längere Videos lieber. Aber manchmal ist eben das, was man zu zeigen hat, sehr, sehr klein. So wie eben dieser Kinder Krokau. Dankeschön, passt auf euch auf. Ciao, ciao.